Da ist nun Fisto. Auch er, also leicht 1 zu 1, bis auf diese Faust. Okay, der hat aber auch diesen Schwung vor. Und zurück. Ja, gleich genau wie Jitsu. Und erzählt aber zu den Guten von Eternia. Im Cartoon der Filmation-Reihe war Fisto erstmal ein griesgrämiger, zurückgezogener, etwas bösartiger Geselle. Doch er konnte vom Guten durch ein kleines Mädchen samt He-Man überzeugt werden, sodass er zu den Guten zugestoßen ist. So, im Endeffekt tauchte Fisto in den Cartoons auch immer nur ganz wenig vor und hatte nie eine große Rolle, bis auf eine besagte Folge. Ja, als Zubehör hatte er auch nur dieses Schwert. Er hatte einen Vollbart, also liegt heute Trend in der Zeit, ja. Man sieht, er hat auch eine Behaarung im Gesicht. Ja, im Gegensatz zu Jitsu ist er mehr lila gehalten. Jitsu, wie gesagt, hier sieht man ja mehr golden. Und er hatte einen richtigen Faustschlag. Man nannte ihn auch den waffenlosen Kämpfer. Er konnte alles wegbrettern mit seiner Faust. Ja, auch hier eine sehr schöne Figur, stammt auch aus der dritten Wave von 1984 und ja, war mit, das war auch so ein Must-Have damals als Kind, wollte ich unbedingt haben und habe ihn auch schließlich bekommen. Von dieser Figur gibt es natürlich auch eine Masters of the Universe Classic. Und ich würde mich mal freuen, wenn diese Figur zum Beispiel als Club Grayskull Edition mal rauskommen würde.